Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda Sarah Ryder Playthrough mit mir, dem Ralf. Und wir sind hier an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wo wir Pock gefunden haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter auf Eladen. Wie man sieht, genug zu tun haben wir ja. Gehen wir mal dahin. Ups, oh, was haben wir denn da? Ja, ich weiß, abgestürzt. Scheint so. Ah, okay. Ich denke mal, hier kriegen wir später noch einen Auftrag. Also noch nichts für jetzt. Was für ein Vieh. Hallo. Hab ich dich schon mal gescannt? Oder warum kenne ich dich? Können tust du ja nichts. Cadmium. Nett. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. What? Hat er einfach mein Auto weggeschleudert? Spasti. Hab ich. Tot. Und bleib tot. So. Dann haben wir hier noch ein Gewölbe. Oder eher gesagt ein Monolith. Aber vorher gehen wir hier hin. Da wollte ich gar nicht hin. Oh, aber stimmt, ich habe ja noch Fähigkeitspunkte zu vergeben. Hey, jetzt was vergessen. Wo mussten wir denn welche hin? 78. Zur nächsten. Und was haben wir hier? 81. 72. Und 80. Das heißt, in Biotics wollten wir was reintun. Ja. Und Wirkungsbereich oder Dauer bei dem Bereich. So, dann sind wir auf Entdecker Rang 6. Und es gibt damit keinen höheren Rang mehr, so wie ich das sehe. Haben wir maximal Rang erreicht für den Entdecker. Das ist doch mal geil. Also zumindest Maximalrang vorläufig. Ich weiß nicht, ob da noch mehr geht, wenn ich jetzt einen neuen Durchgang anfange. Pathfinder, also New Game Plus. Diese Reliktstätte erreicht. Feindliche Aktivität präsent.
Ja, mir doch wurscht. Wenn ich die nicht angreife, greifen die mich nicht an. Das sind wir auch schon. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Was ist das? In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie im Nav-System. Ich schon recht. Hinzugefügt. Und da vorne ist der Monolith, wir sehen ihn schon. Aber Cadmium. Mein Cadmium. Und hoch da. Was mache ich denn hier? Ah, okay. Sonst doch irgendwelche Konsolen? Nö, dann klettern wir da mal hoch. Warum sonst wird sich das nicht aufklappen? Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Blub. Ich hab's. So, der ist aktiv. Aber ist das noch keine Kiste? Da war noch Cadmium. Aber nee, es sieht nicht aus, als wenn hier irgendwie eine Kiste wäre. Egal, nehme ich halt das Mineral hier mit. Sogar doppelt. Jetzt halt dich doch da fest. Mein Zeug. Back to Auto. Und das? Oh, die Tusse finden. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Mit mir Pizza. Gesetzlosen Schrott entdeckt. Achtung. Roadkill. Entschuldi. War nur mit Absicht. Gibt's hier wenigstens was dafür? Ein Behälter, immerhin.
Okay. Sonst haben wir ja nix. Okay. Wir haben das Lager der Gesetzlosen gefunden. Ciao. Ich orte mehrere feindliche Lebensformen. Isabel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Gehen wir. Ciao. Ich hab nachher keinen Bock, hier wieder hochzuklettern. Alle erwischt. Oh, hier darf ich gar nicht stehen bleiben. Gibt's hier sonst noch was? Ah, Behälter. Behälter. Plündern wir doch gerne. Da nicht. Und sagen wir mal hallo. Wo ist man denn nach? Okay, nicht feindlich. Servus. So, so. Sie sind also von der Nexus. Das hätte ich mir ja denken können. Und nur damit Sie es wissen, ich verkaufe aus Prinzip nicht an Ihresgleichen. Falls Sie Isabel sind, Ihr Bruder schickt mich. Kent? Warum? Er will, dass Sie mit ihm nach Kadera zurückkehren. Tja, Sie können ihm ausrichten, dass ich nirgendwo hingehen werde. Auf der Nexus war ich die Assistentin eines Händlers. Auf Kadera habe ich Botengänge gemacht. Jetzt versorge ich die mächtigsten Gangbosse auf ihr Laden mit Waffen. Ich genieße Vorteile und erhalte Schutz. Niemand würde es wagen, mich auch nur anzurühren. Ich bekomme endlich den Respekt, den ich verdiene. Und das Beste daran ist, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Nexus-Arschkriechern unterhalten. Abgesehen von jetzt gerade natürlich. Hast du mich Arschkriecher genannt? Warte mal, ich mache ja mal Frühjahrsputz. Und jetzt muss ich das entscheiden. Ey, mir ist das eigentlich scheißegal, was die macht. Soll sie doch da bleiben. Ist doch mir egal. Bleib halt da. Ich werde Kent einfach sagen, dass er seine Zeit verschwendet. Sehr schön. Dann sind wir uns ja einig. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Lager. Nö. Ich plünder. Sofern es ja was zu plündern gibt. Ja. Dürftige Ausbeute. Na, immerhin ein bisschen Mineralien. Was ist jetzt da oben noch? Nichts versteckt. Also da bin ich ja ein klein wenig enttäuscht. Hier oben noch was? Dann halt nicht. Oh, da ist das Schiffswrack. Die Temperatur steigt, Pathfinder. So, dann wo als nächstes?
erstmal dahin. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Das da ist eindeutig ein Reliktwrack. Ach echt? Wie kommst du denn drauf, dass das ein Reliktwrack ist? Oh. Servus. Ach komm. Machen wir hier mal geschwind sauber. Das ist die Kiste. Was haben wir denn hier so Schönes? Natriumfasern. Danke für die Magazine. Alles mitnehmen. Es liegt hier nichts mehr. Okay. Geht auch. Fall doch nicht runter. Da unten geht's dann zum Gewölbe. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich glaube, das war's. Ab. Sehr gut. Was haben wir hier? Dann gehen wir mal dahin. Das ist weit weg. Optionen wurden ihrem Nav-System hinzu. Und da gehen wir später mal rein. Seismische Aktivitäten. Das Ding ist gewaltig. Ich frage mich, was es wohl zum Absturz gebracht hat. Ich kann es kaum erwarten, da reinzukommen. Obwohl, da drin wimmelt es vermutlich von Relikten, oder? Ja, toll. Gefangene, schlecht gelaunte Relikte. Na, ist doch super. Aber hey, klein ist das echt nicht. Wir düsen durch die Dünen. Ja.
Irgendwie schön sieht's doch aus, aber naja. Ich habe ja schon gesagt, dass ich davon halte, dass es doch wieder ein Wüstenplaneten ist. Pathfinder, meinen Scans zufolge könnte es sich lohnen, diesen Ort nach angaranischen Artefakten zu durchsuchen. Und dort? Cool. Verfügbare Daten gibt es keine, aber das könnte angaranisch sein. Dann dürfte es Avella interessieren. Eine Sternenkarte. Interesting. Ups. Das Schlimme ist, dass du mir durch diesen ganzen Staub hier, oder zumindest optisch, kriege ich Durst, verdammt. Ich weine wirklich bei Sand Sahara. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Lebenserhaltungssysteme sind offline. What the fuck? Ist ja so krass. Aber hier kann ich mich heilen. Fuck. Mein Anzug heilt sich nicht. Scheißen Dreck. Okay, dann erstmal dahin. Hui! Bums. Also ich muss schon sagen, das Rumfahren mit diesem Nomad haben sie echt gut gemacht. Jetzt sind wir ja schon etliche Stunden mit dem Ding unterwegs und es macht immer noch Fun, mit dem von den Klippen zu hüpfen. Okay, wir haben das Lager der Gesetzlosen gefunden. Wege mir. What the fuck? Ist der Architekt schon da? Aufgabe
Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt. Recht so. Pathfinder. Er ist zurück! Reliktschlund! Was ist ein Reliktschlund? Lauft mir immer schön vor die Flinte, das gefällt mir. Den jetzt weghauen. Granate kommt! Ciao. Okay. Oben. Ein paar Kredits. Sonst ist hier nicht viel. Alles mitnehmen. Ja, war's das? Ah, da noch. Oh, da ist sogar ein bisschen mehr drin als sonst. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Ja, ja, ich schon recht. Dann gucken wir uns mal hier Mr. Unbekannt an. Stärkchen. So. Das war ja bloß Formsache. Polymer und das haben wir hier. Ja, bloß geruscht. Alter, wie soll man das platt machen? Das kann man nicht mal bekämpfen. Komisches Viech. Okay. Steine klopfen. Dann gehen wir dahin. Okay.
Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Was? So. Wo muss ich denn rauf? Da muss ich rauf. Und da muss ich rauf. Und da muss ich rauf. Immer mal rauf. Andere ist da hinten. Okay, lösen wir dieses Rätsel. Oh, wir dürfen wieder Tic-Tac-Toe spielen. Das dauert mir aber für diese Folge zu lang. Versuchen Sie es weiter. Wir kriegen das schon hin. Ja, das Vieh macht aber den Alarm da hinten, dieser komische Schlund. Was immer das ist. Werden wir wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Aber. Oh, da glitscht da ein Gegner durch die Gegend. Ich würde dann sagen. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich doch drüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch fleißig in den Kommentaren kommentiert. Alter, wird das laut. Da fliegt er wieder. Und wenn euch generell so gefällt, dass ihr auf dem Kanal so viel Blödsinn treiben für euch, dann lasst doch gerne ein Abo da und betätigt die Notification Bell, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir live gehen oder ein Video von uns online geht. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.